Die Optimierung der Bauteilqualität ist eines der kontinuierlichen Ziele in der BIA-Produktstrategie. Dabei verfolgt die BIA-Prozesstechnik unterschiedliche Ansätze, beispielsweise die Verbesserung der Materialeigenschaften. Auf diese Weise begegnet BIA der Herausforderung, durch zunehmende Komplexität und Funktionsintegration der Bauteile sowie durch immer anspruchsvollere Testkriterien. Für die Zukunft wird von BIA eine bauteilspezifische Materialauswahl forciert, die sich an den individuellen Eigenschaften und Anforderungen des Bauteils orientiert. Handelsübliche Kunststoffgranulate genügen vielfach nicht mehr unseren Anforderungen in puncto Verarbeitbarkeit und Materialbeständigkeit. Wir testen daher kontinuierlich neue Granulate, die dann entsprechend unseren Anforderungen in der Rezeptur angepasst werden. So sind hinsichtlich der Verarbeitbarkeit beispielsweise die Fließeigenschaften relevant. Auch funktionale Aspekte, wie etwa die Transmission bei durchleuchtbaren Bauteilen, spielen eine immer wichtigere Rolle. BIA hat in den vergangenen Jahren die Eigenschaften rund 20 neu entwickelter ABS- und PC-ABS-Polymere verschiedenster Hersteller ausführlich an speziellen standardisierten Prüfkörpern erprobt. Dabei setzen wir die Prüfkörper intensiven thermischen und mechanischen Belastungen aus, die den Prüfungen der Automobilindustrie entsprechen, um die Schichthaftung und Wärmeformbeständigkeit zu bewerten. So ist ein umfangreicher Materialbenchmark entstanden, der den BIA-Experten als Leitfaden bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffs für neue Bauteile dient. Die Prozesseigenschaften wie Fließfähigkeit, Spannungshaushalt und Schichtaufbau der in Frage kommenden Substratmaterialien ermittelt BIA individuell für jedes Bauteil in Simulationen. Auf Basis des Materialbenchmarks und der Simulationsergebnisse sind wir in der Lage, eine entsprechende Materialempfehlung für ein neues Bauteil auszusprechen. Wir hoffen mit dieser Strategie bei unseren Kunden mehr Flexibilität bei der finalen Festlegung des Granulats entsprechend der Anforderungen zu erzielen. Gleichzeitig wollen wir für die komplexen Zusammenhänge zwischen Beschichtungsprozess und Spritzgießen sensibilisieren. Schließlich ist es ja auch im Sinne unserer Kunden, das bestgeeignete Substratmaterial für ihr Bauteil zu erhalten. Daran arbeiten wir kontinuierlich. BIA, die Oberfläche.